Hallo, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge LS mit Müde Mark. Hallo. So, wir müssen mal eben kurz gucken, wo wir stehen geblieben sind. Gestern ist zwar erst wieder ein Tag her, aber ihr wisst ja, mein Gedächtnis teilweise so ein bisschen out of order. Kurz gucken. Ah, den müssen wir erstmal wieder losfahren, das den müssen wir gleich noch einsetzen, aber das ist ja egal. Den können wir auch losschicken. Genauso wie den. Er kommt ja auch ganz gut voran. Der darf weiterfahren. Der steht eigentlich gut. Den wollten wir sauber machen. Das machen wir jetzt auch als allererstes. Genau, für mich ist heute ein Tag später. Wir haben heute, was haben wir? Dienstag, Mittwoch? Mittwoch, 23. Mittwoch. Genau. Es ist ein Update für City Bus Manager gekommen. Ein Beta-Update, das habe ich auch schon runtergeladen. Ich habe jetzt 5,5 GB oder so runtergeladen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe mir gedacht, ne, bevor du da jetzt irgendwie den, bevor du dich da wieder ins Spiel verliebst und dann der ganze Tag im Arsch ist, habe ich mir so gedenkt, wollen wir erstmal ein bisschen LS machen. Nicht, dass ich gleich anfange hier LS zu spielen und dann City Bus Manager und dann haben wir nachher den Salat. Das wäre natürlich fatal. Genau, heute ist. Irgendwie bin ich heute schon bei Donnerstag, kurz. Kurz im Gedächtnis. Aber morgen habe ich noch Termine. Straßenverkehrsamt habe ich morgen für die Firma noch. So, wir wollen ja den Fendt an das Fass bauen. Weil der 7R ja unterwegs ist aktuell. Und dann hätte ich schon fast gesagt: guck mal eben kurz an, wie so die Verteilung ist mit Dünger und was weiß ich nicht. Und dann hätte ich gesagt, wenn wir nur Dünger fahren, weil sonst können wir anderes ja sowieso gerade nicht machen. Denke ich mal. So. Precision Farming. Ja, viel lehmiger Sand, ein bisschen sandiger Lehm, ein bisschen Lehm und ein bisschen schluffiger Ton. Also alles so ein bisschen. Hier zieht sich das ja einmal so über den Haufen hier. Das ist ja schon ganz cool. 70, 69, 45, 70. Ja, wir kommen voran. Würde ich vorschlagen, fahren wir jetzt Gülle, weil dann können wir nämlich da auch schon anfangen zu säen. Wir wollen ja Pappeln einsäen. Deswegen hätte ich jetzt erst gedacht, fahren wir jetzt erst ein bisschen Gülle da. Weil dann können wir nämlich auch gleich den blauen, der ja auch noch irgendwann wieder kommt. Dann können wir den nämlich wieder im Transport fahren lassen. Der muss ja noch ein bisschen Gülle hier hochbringen. Wir haben ja oben bald nichts mehr. Und wenn wir oben keine Gülle haben, unten ist das Ding bald voll und ist ja auch bald wieder Ernte, da muss ich auch wieder was hin und dann wir haben unsere eigenen Probleme, das steht fest. Genau. Sonst die ganzen Klamotten laufen wieder, haben wir auch gerade gesehen. Und wir wollen mal eben kurz gucken. Wir können doch theoretisch doppelte Menge ausbringen, oder nicht? Hier abladen, Gülleverteiler erstmal auf. Anschalten, ausbringen, wenn ändern. KN. Wir machen jetzt mit 15,7 Kubik auf dem Hektar. Sagt nichts, ich weiß, ich fahre mir gerade hier ein Krödel zurecht, das ist ja schlimm. Das ist ja nicht feierlich. So. Ach, wahrscheinlich ist der Big M angekommen.
ziehen jetzt einmal bis unten und dann gucken wir mal einmal, wie da so der Verteilung ist. Wir machen jetzt 21 Kubik auf dem Hektar. Von daher sollte da jetzt wohl der Stickstoffwert eigentlich ganz gut passen, hoffe ich mal. Können wir mal kurz gucken, wie sieht es denn hier aus? Stickstoff 105 Kilogramm. Oh, sonst ist schon für viel zu viel. Natürlich könnten wir runtergehen. Wir tüddeln ein bisschen drüber hier, machen wir. Ein bisschen mehr machen wir. Aber hier ist ja noch, hier sieht es ja ganz gut aus, darf man nicht vergessen. Wenn wir dann hier zu viel ausbringen, hat das ja auch nichts. Wir haben zwar genug von dem Zeug, aber wir brauchen ja auch noch wieder ein bisschen was. Wenn du mal so überlegst, dass wir noch ein bisschen was ausbringen müssen auf die ganzen Flächen wieder. Natürlich müssen wir zum Ende des Jahres das Zeug auch so gut wie loswerden, dass wir wieder Platz kriegen. Guck mal. 16 Kubik auf dem Hektar. 15,3, 16,3, 13,8. Schön. Nee, was gibt's sonst so also Neues? Eigentlich gar nicht so viel. Citybus Manager, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Update, Update News, habe ich auch durchgelesen. Hätte ich jetzt spontan gesagt, dass die einiges angepasst haben und abgedatet haben und so. Ich bin mal gespannt, was wir da so erwarten können. Ich will mir jetzt auch noch nicht die Vorfreude nehmen. Ich denke mal, ich werde vielleicht heute Abend schon einmal reingucken, um zu gucken, ob alles läuft, ob der Spielstand läuft oder ob es da irgendwelche Probleme gibt, die ich melden muss, dass sie die vielleicht noch fixen. Hätte ich jetzt so gesagt. Aber so im Großen und Ganzen denke ich mal, soll das wohl klappen. Und dann sieht es eigentlich ganz gut aus, dass wir wohl. Ach, mein Gott. Genug Folgen für die nächste Woche zusammenkriegen. Ich gehe spontan davon aus, dass das wohl klappen soll. Denn für die kommende Woche ist ja ganz normal. Und darauf die Woche Samstag läuft ja. Nee, gar nicht wahr. Der müsste heute sein sogar. Heute ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ne, der kommt noch. Der Charity-Livestream von Pizmeet, Gronkh und sowas von Friendly Fire läuft ja. Ah, 300 Kubik, nur hier reicht das easy. Der läuft ja wieder am. Was ist denn da? Dritter? Dritter? Dritter, glaube ich. Das will ich auf jeden Fall wieder gucken. Da ist ja so mein Jahres. Und da will ich ein bisschen zocken und da hoffe ich, dass ich ein bisschen Dings spielen kann. Ein bisschen Citybus Manager. Vielleicht dann auch, dadurch, dass das Stream ja 12 Stunden geht, werde ich gucken, dass ich bis dahin schon alles aufgenommen habe und nur noch so ein bisschen so die Reste, sage ich mal, machen muss. Wie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ja, ein bisschen Upload oder so, weil das geht ja ganz gut. Und dann halt gucken, dass ich vielleicht in meinem Frankfurt am Main-Spielstand ein bisschen weiterkomme. Weil da ist ja das. Der Spielstand ist ja ein bisschen mit Zeit verbunden, denn dass ich ja da auf, ich will jetzt nicht unbedingt schwer spiele, aber halt auf einem etwas anderen Level spiele, habe ich da die, ist, braucht das da gefühlt. Moment. Alles gut, wieder so ein Düsenjet, der gerade über das Haus fliegt. Deswegen, da will ich dann halt ein bisschen dran weiterspielen, dass wir da auf jeden Fall, dass ich da euch auch immer ein bisschen was zeigen kann, wie so gerade die Lage ist, was ich so mache, wie es vor allen Dingen ist, auch vor allen Dingen auf schwer zu spielen. Ich hätte ja theoretisch nochmal Münster nehmen können als zweiten Spielstand auf der schweren Version, um ja, mal zu gucken, wie sage ich mal so, wenn du weißt, wo es ganz gut läuft, was du, sage ich mal, ändern kannst. Um so einen Kontrastspielstand vielleicht zu haben.
Aber da müssen wir mal gucken. Vor allem auch, was das Spiel auf Dauer bringt. Vielleicht sind wir irgendwann an so einem Punkt angekommen bei meinem aktuellen Spielstand, wo man sagen müsste, ja, jetzt muss erst noch irgendwas anderes kommen, implementiert werden oder. Wo man dann sagen muss, ja, den Spielstand müssen wir jetzt erstmal pausieren, weil wir gerade, sag ich mal, nicht sinnig weitermachen können. Ist ja immer so eine Sache zwischen, macht Sinn jetzt weiterzumachen oder nicht. Denn wenn du da so viel machen kannst, aber dann auch im Endeffekt nachher nichts bei rumspringt, wie aktuell hätte ich schon fast gesagt, also wir verdienen ja echt ganz gutes Geld, wenn es einfach nur läuft. Dann implementieren wir mal wieder ein paar neue Linien, ändern dann ein bisschen was oben an dem Plan und dann läuft es halt weiter. Wir brauchen uns halt eigentlich um Geld keine Gedanken machen, wenn die Busse im Laufen gut gewartet sind. Dann gucken wir noch ein bisschen, dass die Mitarbeiter nicht ganz so überarbeitet sind und dann ist es eigentlich auch schon gut, hätte ich schon fast gesagt, weil es läuft ja. Wir können uns ja so da aktuell ja nicht beschweren. Und ja, sonst läuft das, hätte ich gesagt. Aber wo wir gerade bei Laufen sind, ich wollte mal gucken, ob mein Paket schon auf dem Rückweg ist. Ich habe ja ein Paket in die Paketstation gegeben. Weil das für mich einfach der entspannteste Weg ist, so ein Paket von der Post zurückzugeben. Weil eine Paketstation, da kannst du ganz gut parken, da kommst du ganz gut hin. Da kannst du das Paket einfach reinschmeißen, dann ist gut. Dann holen die das ab und dann ist fertig. Da musst du nicht zu so einem Paketshop und dann vor allem auch nicht mit Leuten unterhalten. Ab und zu manchmal möchte man das ja einfach nicht. Da gibt es das ab und dann kann ich in meiner App hier sehen, wie weit das Paket ist. Können wir mal kurz gucken. Abholung erfolgreich. Ah, perfekt, die haben es heute abgeholt. Das heißt, das wird dann heute im Laufe der Nacht dann. Weil ich habe vielleicht, wie gesagt, so ein bisschen Scheiße gebaut. Ich habe vielleicht das verkehrte Layout der Tastatur bestellt. Ich habe ein italienisches Layout bestellt, habe ich auch schon erwähnt. Ich hätte ganz gerne ein deutsches. Mein deutsches Layout ist heute angekommen. Das ist alles super. Ich habe jetzt Trisch, habe ich alles da, was ich brauche. Ich habe eine neue Maus, eine neue Tastatur. Ich habe noch ein paar Kabels, ein paar Stecker, ein bisschen hier, ein bisschen da Kram, was ich neu brauche oder anders brauche. Jetzt, ich brauche das ja alles ein bisschen länger. Das habe ich alles da. Jetzt fehlt nur noch der Schreibtisch. Mein Nachttischschrank ist auch gekommen heute. Den baue ich aber höchstens irgendwann Samstag oder so auf. Da habe ich jetzt in der Woche auch keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Ich komme abends um 5, halb 6, teilweise 6 Uhr nach Hause. Da ist halt auch schon dunkel. Da hast du jetzt nicht noch keinen Bock, da noch eine Stunde so einen Schrank aufzubauen. Das muss dann irgendwann Samstag oder Sonntag was werden. Kann ja auch jetzt kein Weltuntergang sein, so ein Schrank. Das ist ja nichts. Das kriegt man ja wohl hin. Da mache ich mir jetzt auch keinen großen Kopf drum. Das soll wohl klappen. So, wollen wir mal das nächste Fass holen. Das ist dann jetzt das dritte Fass, was wir da reinkippen, oder nicht? Halb voller Silo. Ja, dann noch ein bisschen Ballen machen. Ah, 55. Den Kalktypen könnte man mal eben wieder dahin stellen, wo er weitermachen kann. Der hat ja sowieso noch genug zu tun. Weil der muss jetzt ja nicht den ganzen Tag warten auf uns. Der kann ja trotzdem schon mal arbeiten. Läuft. Denke, da werden wir heute diese Woche mit Man fertig. Und wir fahren weiter Gülle.
Aber erst morgen wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Danke. Tschüss.